Leute auf dem Balkon begrüßen und so, hey, guten Morgen, wie geht's? Aber jetzt fährt hier gerade dieses Straßenreinigungsauto hin und her und das dauert hier ewig, weil ich direkt an einer Straßenkreuzung wohne. Und er hier die Straße jeweils in beiden Richtungen macht und die Bürgersteige. Und das dauert dann, das ist morgen, ja. Und deswegen jetzt gerade ich so, hey geil, komm, Vlogs auf den Balkon, geh raus. Und so, oh, naja, egal. Ich habe das Gefühl, dass ich zu meinem Heuschnupfen noch irgendwie eine Erkältung dazu gesellt. Das ist gerade nicht so geil. Ja. Aber trotzdem erstmal einen guten Morgen. Ich freue mich sehr darauf, den Vlog von gestern zu schneiden. Das werde ich jetzt gleich auch direkt machen. Einfach weil ich ja an dieser coolen Kriegsgräberstätte war und ich da echt noch voll von Eindrücken bin. Ich hoffe, ihr kommt gut in den Tag. Wir sehen uns später, Leute. Ich gehe was frühstücken. Ich bin mal wieder auf dem Weg in die Mensa. Diese olle Straßenreinigung ist hier immer noch unterwegs. Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Ich wollte hier gerade ein bisschen vloggen. Ja, da drüben sitzt auch schon wieder. Ja, auf jeden Fall treffe ich mich jetzt mit Chris und Fabi und werde ein bisschen mensen. Und darauf freue ich mich gerade sehr, weil ich auch Hunger habe und Durst. Ja, sehr schön. Na, Pieps, nachdem ich in letzter Zeit immer so oft vorm Rechner gevloggt habe, entführe ich euch auch mal wieder hier in diese schöne Perspektive. Ihr kennt sie, ihr liebt sie. Ja, es ist jetzt 9:30 gleich. Es ist heute nicht mehr so viel Spannendes passiert. Ich habe noch Nachhilfe gegeben und ein bisschen Geld verdient. Und das war's dann. Ja, es ist im Gegensatz zu dem gestrigen Vlog, der dann doch noch überraschend lang wurde, über 8 Minuten, wird der heutige wieder relativ kurz. Nichtsdestotrotz ist eigentlich scheißegal. Ich wünsche euch einfach eine gute Nacht. Schlaf gut, wir sehen uns morgen früh beim neuen Daily Vlog.